Ja, ich denke, dass wir in der zweiten Halbzeit besser in der Abwehr standen, auch mit einem guten Torhüter Martin Ziemer hinten drin. Dass wir dann einfache Gegenstöße laufen konnten und so ein bisschen einen Vorsprung ausbauen und dann konzentriert das Spiel 60 Minuten absolviert. Wir hatten jetzt auch nicht viel Zeit. Wir waren jetzt zwei Tage, drei Tage hier mit vier Einheiten hatten wir jetzt zusammen und da muss man natürlich schauen, dass das alles perfekt, so gut es geht, läuft und wir haben noch ein bisschen Zeit, mehr Trainingseinheiten, die müssen wir dann allerdings nutzen und dann, dass wir noch mehr eingespielt sind. Was macht man so als Spieler, wenn jetzt vor einem Neuen das nicht so läuft oder so, dass man ihm Zuversicht gibt? Ja gut, man muss dann zuerst mal ein bisschen Ruhe reinbringen, dann ihn auch mal hernehmen und mit ihm kurz sprechen, was wir jetzt spielen, Sicherheit einfach geben und dann passt das schon.